Der Sternenhimmel, der Mond. Große Ansammlung von Sternen, Planetensystemen, Gasnebeln, Staubwolken, dunkler Materie und sonstigen, man bezeichnet sie als Galaxien, und weit entfernte Welten mit vielen Geheimnissen. Allein von der Erde aus könnte man, mit geeigneten Geräten, bis zu 50 Milliarden Galaxien beobachten. Und in unserer Galaxie, der Milchstraßengalaxie, gibt es zwischen 100 und 300 Milliarden Sterne. Sophie und Andreas stehen am Abend oft auf einem kleinen Berg und betrachten den Sternenhimmel.